Salut und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Bierkoch. Heute wollen wir Austernpilze braten mit leicht asiatischen Aromen mit Ingwer und Chili. Wir haben die Austernpilze, die Kappen. Ne? Die sind sehr sauber gekommen. Ihr könnt sonst auch mit dem Tuch den mal einmal so abtupfen. Rote Zwiebeln, Chili, das ist eine sehr scharfe hier. Ingwer, Knoblauch, Meersalz, Pfeffer. Bisschen Kräuter der Provence, wir haben Winter, ne? Ich muss auf getrocknete Ware zurückgreifen. Rapsöl und etwas Olivenöl. Zuerst schneide ich die Austernpilze. Einfach in Scheiben. Möglichst gleichmäßige Scheiben, damit sie gleichmäßig gar werden. Zwischendurch haben wir unsere Pfanne angestellt. Ganz heiß, ne? Pilze brauchen schon Hitze. Einfach so in Scheiben. Streifen, nicht Scheiben. So. Zwiebeln schneiden wir auch schon mal. Auch dünn. Die Garzeit auch sehr kurz ist. Knoblauch machen wir hinzu zum Zwiebeln. Ganz dünne, feine Scheibchen haben wir hier. Ne? Ja, ne? Ingwer. Den müssen wir einmal ganz kurz rübernehmen. Einmal schälen. So. Ja, viertel ich erstmal. Auch so. Ungefähr so. Gleich große Stücke haben wir vom Knoblauch. Chili. Die ist halt sehr scharf. Nehmen wir noch eine dünne Scheibe. Den mache ich lieber kleiner, ne? Den würfeln wir mal. Dass sich gut verteilt. Das ist sogar ein Stück weiter. Zertreibe den Stück. Ne? Dass sich besser verteilt. Ne? Dass man auf so einem scharfen Stück hängen bleibt. Ne? Komm her bei mir. So. Pfanne wieder rauf. Man sieht auch, die ist schon sehr heiß. Jetzt wieder das Rapsöl rein oder Sonnenblumenöl, weil es einfach mehr Hitze ab kann. Das Olivenöl. Darüber. Die erste Pilze hinein. Olivenöl hinzu. Wir anbraten von allen Seiten. Ne? Kann sich nicht schwenken. Oder ich mache das mit dem Löffel. Gibt schon mal eine kleine Spur Pfeffer drauf, wirklich nur eine kleine, da wir ja Chili dabei haben. Ein bisschen Salz. Jetzt gehen wir hier unter die Zwiebeln, Chili, Knoblauch, alles drauf. Schön abstreifen. Das Kräuter der Provence hinein. Ja, so machen. Ja. Einmal kurz durchschwenken. Ich habe die Zwiebel ganz bewusst so hauchdünn geschnitten, damit die im Prinzip auch gleich gar sind. Duftfernsehen gäbe, sieht sehr, sehr gut aus.
Pfütze nehmen wir raus. Und das Ganze ist schon fertig. Ne? Wir könnten jetzt noch, wenn wir im Sommer hätten, hätte ich jetzt frisch noch Koriander im Garten. Der kennen wir noch dazu. Ne? Mal wieder ein ganz einfaches Rezept, ob als Vorspeise oder als Beilage oder auch zu einem Salat schmeckt es sehr, sehr gut. Ja, wenn ihr Lust habt, schaut mal rein unter Facebook, der Biokoch, oder Twitter, der Biokoch, auf YouTube, der Biokoch. Ja. Et voilà, wieder ein ganz einfaches Gericht. Bon Appetit, wünsche euch euer Biokoch.